Herr Hoffmann, alles redet über die Flüchtlingsfrage in Deutschland. Wie bewerten Sie aus Sicht des DGB aktuell die Situation, vor allem im Hinblick auf die Belastung, zum Beispiel für die Polizei? Das sind natürlich erhebliche Herausforderungen, mit denen die Kolleginnen und Kollegen der Polizei ausgesetzt sind. Aber ich muss sagen, sie zeigen ein außerordentlich hohes Engagement. Und das ist ein gutes Zeichen. Und es gibt natürlich zusätzliche Belastungen, die sollten wir nicht verschweigen, wenn es darum geht, dass auch die Polizei im Einsatz ist, wenn es darum geht, Demonstrationen von Rechtsradikalen, von Antisemiten, von Menschen, die Hass und Fremdenfeindlichkeit predigen, diesen Einhalt zu gewähren. Das sind Herausforderungen, die haben meine allerhöchste Anerkennung. Nun fordern Sie ganz aktuell eine Bildungsoffensive, wie es heißt, für Flüchtlinge und junge Deutsche ohne Berufsabschluss. Wie soll das denn aussehen? Naja, die Integration fängt damit an, dass Flüchtlinge, die zu uns nach Deutschland kommen, möglichst rasch die deutsche Sprache erlernen. Weil sprachliche Kompetenz ist dann auch die Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Qualifizierung. Da sind wir uns mit den Arbeitgebern auch einig, dass wir gerade jungen Menschen die Chance geben müssen auf einen Ausbildungsplatz im Betrieb, in der Verwaltung. Und das bedeutet, dass auch wenn der Aufenthaltsstatus von jungen Menschen noch nicht geklärt ist, dass wenn sie einen Ausbildungsplatz haben, dann auch bis zum Ende der Ausbildung hier in Deutschland bleiben dürfen und dass sie auch danach eine Perspektive bekommen, noch 2 Jahre berufstätig zu sein. Das hilft beispielsweise den kleinen und mittleren Unternehmen, das hilft dem Handwerk, aber das hilft natürlich auch den Industriebetrieben, das hilft den Dienstleistungsunternehmen. Da brauchen wir gemeinsame Kraftanstrengungen und ich bin schon froh, dass ich mit Ingo Kramer, dem Präsidenten der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber, einig bin in der Frage, dass wir keine Spaltung auf dem Arbeitsmarkt zulassen werden, dass wir eine Gleichbehandlung von Flüchtlingen brauchen, dass wir aber auch genauso Anstrengungen unternehmen müssen, dass die Menschen, die hier in Deutschland schon seit vielen Jahren leben und noch keinen Ausbildungsplatz, keinen Arbeitsplatz haben, Menschen, die langzeitarbeitslos sind, dass denen auch eine Perspektive eröffnet wird. Wenn uns dieses gelingt, dann glaube ich, werden wir auch mit den immensen Herausforderungen, die wir nicht ignorieren wollen, können wir die auch schultern. Beim Stichwort Gleichbehandlung sind wir ganz schnell beim Mindestlohn. Da gibt es so manchen, der behauptet, dieser Mindestlohn, so wie er jetzt in Deutschland existiert, sei ein Integrationshemmnis für Flüchtlinge, um in den Arbeitsmarkt zu kommen. Was sagen Sie dazu? Nee, das sind die ewig Gestrigen, die im letzten Jahr noch davor gewarnt haben, dass wenn wir den Mindestlohn in Deutschland einführen, dass dieses zu massiven Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt führen würde, dass dieses zum Anstieg der Arbeitslosigkeit führen würde. Nichts davon hat sich bewährt. Und deshalb sagen wir, auch für Flüchtlinge kann es keine Ausnahmen von Mindestlohn geben. Auch da unterstreiche ich die gemeinsame Positionierung des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber. Es geht ja auch um die Frage, wie lange die Sozialsysteme in diesem Land diese Art der Zuwanderung aushalten. Frau Nahles, die Arbeitsministerin, bereitet schon vorsichtig darauf vor, dass die Arbeitslosigkeit ansteigen wird. Ist ja nicht tatsächlich die Gefahr, dass die Sozialsysteme über Gebühr strapaziert werden? Diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht, sondern wir sind in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern mit einem massiven demografischen Wandel konfrontiert. Wir werden in den nächsten 10 Jahren allein aufgrund des demografischen Wandels 6 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland bzw. Beschäftigte in Deutschland verlieren. Damit auch 6 Millionen Menschen, die beispielsweise nicht mehr in die Systeme der sozialen Sicherung einzahlen. Und da ist es doch eine Riesenchance, dass Menschen zu uns kommen, in den Arbeitsmarkt integriert werden und damit auch dann letztendlich Sozialabgaben, Steuern zahlen. Das kann uns helfen. Auch deshalb brauchen wir gemeinsame Anstrengungen, dass es eben nicht zu einer Spaltung auf dem Arbeitsmarkt kommt, sondern dass Menschen frühzeitig integriert werden und damit auch einen Beitrag zur Stabilisierung der Systeme der sozialen Sicherung leisten. Mancher hofft sogar, dass damit die demografische Entwicklung ein bisschen korrigiert werden kann mit diesen Flüchtlingen. Aber braucht man dafür nicht einen sehr langen Atem, Herr Hoffmann? Denn viele von diesen jungen Menschen sind ja überhaupt in keiner Weise an Industriearbeit und etwas Ähnliches gewohnt. Natürlich brauchen wir den langen Atem. Und wir wissen noch nicht, mit welchen Qualifikationen die Menschen wirklich zu uns kommen. Es gibt zum Teil durchaus Hochqualifizierte, die relativ rasch in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Es gibt aber auch Analphabeten, wo wir Herkulesaufgaben haben, Qualifizierung sicherzustellen.
zu stellen. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, sondern dafür brauchen wir Zeit. Und wir wissen aus den Zahlen, die uns vorliegen, der Bundesanstalt für Arbeit, dass wir für solche Integrationsmaßnahmen 5, 6 bis zu 7 Jahre brauchen. Aber dann werden wir auch die Früchte dieser Anstrengungen tragen können. Ich erinnere nur daran, dass wir seit 2010 schon einen Bevölkerungsrückgang um ca. 600.000 in Deutschland haben, den konnten wir durch Zuwanderung kompensieren. Man stelle sich vor, wir würden in den nächsten 10, 20 Jahren 4, 5, 6 Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt verlieren, weil sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Wir haben die ganzen geburtenschwachen Jahrgänge, also es kommt nichts nach. Das würde erhebliche Wachstumseinbrüche auch mit verursachen und damit wiederum auch Arbeitslosigkeit produzieren. Wenn Menschen, die zu uns kommen, in den Arbeitsmarkt integriert werden können, ist das ein Instrument, beileibe nicht das einzige, was wir zur Verfügung haben, um diesen Entwicklungen entgegenwirken zu können. Wir hatten gerade gestern im Bundesarbeitsministerium mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Gewerkschaften die Fachkräfteinitiative zusammen. Da haben wir gemeinsam festgestellt, dass wir erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um das Beschäftigtenpotenzial, was wir noch in Deutschland haben, heben zu können. Wir haben in Deutschland immer noch 1,4 Millionen junge Menschen im Alter von 24 bis 35 Jahren, die keine berufliche Erstausbildung haben. Diesen Menschen eine zweite, wenn notwendig auch eine dritte Chance zu geben, ist eine riesige Chance und auch eine Aufgabe für uns, die im Hinblick auf den Fachkräftemangel die richtige Antwort sind. Also wir haben mehrere Instrumente, mehrere Möglichkeiten. Lassen wir sie gemeinsam nutzen und nicht gegeneinander ausspielen, dann kann was daraus werden.